Leute, wir haben heute wieder Beine und wir sind heute nicht im Bunker, sondern, wie ihr uns schwer kennen könnt, sind wir im Vigym. Und ich bin super gespannt, wie ich hier Beine trainieren werde. Aber wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Sogar wir haben sehr, sehr gute Sachen, die wir brauchen. Nur wir haben keine Adduktoren- und Abduktorenmaschine. Da muss ich mir heute was einfallen lassen. Aber ich denke, das ist kein großes Problem. Und ich werde mit Fußschlaufen und Kabelzügen mir was Gutes bauen können. Ich freue mich am allermeisten auf die Multipresse und auf die Hexquad, auf die Beinpresse eigentlich auch. Wir starten mit einem Glutfokus und zwar mit Hip Thrust, dann wahrscheinlich mit Hip Extensions, ADLs an der Multipresse, Beinpresse, Hexquad nur auf der unteren Hälfte. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, die Range of Motion von der, ist das ein Hammerhead irgendwie oder Gym 80? Okay. Sondern? Die wurde extra fest angefertigt. Das ist eine Sonderanfertigung. Okay, Sonderanfertigung. Sind wir gespannt, wie die Sonderanfertigung bei mir funktionieren wird. Ja. Ach so, und wir haben auch eine Bad Squad. Vielleicht, vielleicht können wir die auch nochmal irgendwie integrieren. Mal schauen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ihr seid dabei. Bis gleich. Let's go. War gerade ein bisschen kalt. Deswegen kurzer Stepper-Warm-up. Aber sonst mache ich eigentlich aktuell kein Cardio mehr vor dem Beintraining zum Warm-up, weil ich es nicht brauche, aber heute. Bin ich auch richtig gut recovered. Ich hatte echt Angst, dass mein Muskelkater durch meine Hexquad-Eskalation im letzten Training nochmal wieder schlimmer wird. Aber gar nicht. Also ich bin heute richtig gut recovered. Hab richtig Bock auf alles eigentlich heute. Ich habe mir gerade schon diesen Hocker da ausgeguckt. Der scheint mir eine perfekte Höhe zu sein für Hip Thrust. Mal schauen. Presse von der Range of Motion relativ eingeschränkt ist. Aber die ADLs mache ich da, glaube ich, gleich trotzdem, weil dann kann ich mich auch einfach auf irgendetwas draufstellen. Ja. Aber frei spüre ich auch gut, deswegen kein Ding. Und der Hocker ist halt das Wichtigste, dass der eine gute Höhe hat für mich. Aber wir aktivieren die Glutes noch ein bisschen. Thank you.
Wir haben jetzt 80 Kilo und ich glaube, ich gehe jetzt auf 100. Ungut in die Dehnung, das ist wichtig. Ungut in die Kontraktion, logischerweise. Und ihr habt gesehen, ich mache auch am Ende Half Reps. Das heißt, auch wenn ihr oben nicht mehr voll in die Kontraktion reinkommt, in die Hüftstreckung, könnt ihr trotzdem noch die halben Wiederholungen mitnehmen, weil die eben dann bis zum kompletten Muskelversagen führen können. Hip Thrusts waren auf jeden Fall erfolgreich. Jetzt machen wir die alle als eine Multipresse und stelle mich dieses Ding rauf, glaube ich. Mal schauen, wie es worked. Ihr müsst immer gucken, dass ihr einen guten Abstand zur Stange findet. Also ich steige jetzt gerade so weit weg. Wirklich euch nicht vorstellt, dass ihr den Oberkörper nach vorne beugen wollt, sondern euch vorstellt, dass nur die Hüfte nach hinten rausgeschoben wird, nur die Hüfte arbeitet. Dann seid ihr am tiefsten Punkt, wo ihr eure Wirbelsäule noch gerade halten könnt. Und dann stellt ihr euch vor, ihr wollt nicht ziehen, sondern ihr wollt drücken. Das heißt, ihr drückt quasi die Hüfte nach vorne. Hüfte raus, nach hinten, soweit es geht. Und nach vorne drücken. Nitro habe ich gerade kurz vorher genommen, 5 bis 10 Minuten bevor ich gestartet habe. Und normalerweise nehme ich Nitro immer eine halbe Stunde vorher. Und ich habe gerade einen richtig guten Pump, also wirklich einen richtig guten Pump. Ich glaube, es liegt daran, dass ich den ein bisschen früher, also früher vorm Training genommen habe. Dass ich bei den ADLs früher nicht aufgegeben habe. Ich habe sie echt nicht gut gespürt. Mit Kurzhanteln habe ich sie ganz lange gemacht. Aber nicht gut gespürt. Mittlerweile merke ich sie richtig gut. Ist auch bei der Multipresse richtig nice. Und ich glaube, ich kann dadurch auch nochmal echt einen Anreiz erzeugen. Hoffentlich nochmal anders zu
zum Wachsen bringen. Und jetzt geht's weiter zur Hyper-Extension. Hier auch noch eine kleine Erhöhung. Ich merke ein bisschen mal unteren Rücken und ich kann noch ein bisschen tiefer runterkommen. Ich glaube, ich lege mir eine Scheibe unter und nochmal, dann sollte es eigentlich perfectly sein. Perfektes Setup. Zwar hatte ich eben nur eine Scheibe, aber das war ein bisschen zu schmal. Zwei Scheiben für den dritten Satz. Habe jetzt übrigens bei allen Übungen, also bei den Hip Thrusts und bei den RDLs, hier auch Hyper Extensions drei Sätze mit so 10 bis 15 Wiederholungen gemacht. Und alles, was danach kommt, mache ich im HIIT-Prinzip. Das heißt, ein Heavy Set und ein Lower Set. So, Leute. An die Ball Squat. Ich hatte noch nicht so viele Möglichkeiten in meinem Leben, eine Ball Squat zu testen. Immer nur occasionally. Und occasionally freue ich mich aber darüber. Deswegen machen wir sie heute. Wir machen auch keine klassische Kniebeuge, sondern wir machen eine Kniebeuge bis maximale Tiefe, kurz über 90 Grad und dann wieder runter, um mehr den Gluteus zu treffen. Weniger Quads. Topset, das heißt ein Satz 8 bis 15 Wiederholungen. Schauen, was geht. Und möglichst wenig Quads. Primär Fokus auf Rückseite. Und dafür lehne ich mich halt extrem nach hinten und probiere meine Knie nicht zu weit nach vorne zu schieben. Kickbacks. Der Kabelzug ist auch hier ziemlich weit oben, deswegen bin ich hier in der Erhöhung.
Aber es ist gar kein Ding. Ich spüre es gerade sehr, sehr gut. Yes. Die ist schon vom Gerät her sehr schwer. Deswegen habe ich jetzt 25 pro Seite. Mache mein Chopset. High Reps heute. Das heißt 20 bis 30 Wiederholungen im ersten Satz. Und dann ein bisschen weniger Gewicht und mehr Wiederholungen im zweiten Satz. Mal schauen. Fokus natürlich. Los. Die kurz auch ein bisschen gespürt, aber es war okay. Deutlich mehr Rückseite. Echt richtig gut. Und das ist jetzt auch eine No-Name, oder? Customized. Customized, Leute. Why you customized? Nicht nur why you stops sind the best, sondern auch why you customized machines. Für mich finden, aber das ist ja auch der Sinn einer guten Maschine, dass man es jedes Individuum anpassen kann. Genau, was halt wichtig ist beim Beinbeuger für mich, der Grund ist, dass du ungut in die Dehnung kommst, weil wenn dein Bein noch im Endpunkt Winkel hat, dann bist du halt nicht in der vollen Dehnung und in der vollen Länge des Muskels und dann hast du nicht die volle Kontraktionsfähigkeit. Yes. Und jetzt machen wir hier Unterschied. Danach wieder einen niedrigeren. Ich muss jetzt noch einmal die Hexquad probieren, beziehungsweise ich habe gerade schon einen Satz gemacht. Du kommst einfach maximal tief, richtig geil, also richtig geil. Bist du halt eigentlich nie bei der Hexquad. So als kleiner bzw. mittelgroßer Mensch so tief runterkommst. Und ich habe ja auch keine Abduktormaschine jetzt. Deswegen nehme ich immer ein Band dazu, mal schauen, wie sich das anfühlt und dann halt ohne Gewicht.
Liquid means rewind, the gun shed means forward. You will be racing it, so can you rewind? Stunden und 11 Minuten. War mir lang, aber Waden fehlt noch. Ja, und da wir keine Warnmaschine haben, machen wir das Ganze an der Beinpresse. Brennt und dann setzt ihr ab und dann so die nächste Sekunde ist einfach nochmal maximaler Stich. Und dann geht's. Aber irgendwie so richtig wachsen tun die nicht. Aber ich hatte das Gefühl, als ich angefangen habe, wieder Waden zu trainieren, sind sie gewachsen. Mit dem stehen sie wieder ein bisschen. Aber auf der Bühne habe ich halt mein Standbein und dann das andere Bein, was aufgestellt ist, da drückt halt die Wade so ein bisschen raus und die kommt eigentlich ganz gut. Bin happy. Waden ist jetzt nicht die größte Baustelle. Trotzdem in jedem Training mit am Start. Genau, noch ein Satz mit. Die Zehner nehme ich noch runter. Und dann fertig. Und dann bin ich sehr happy. Und rate, was das ist: 20 Gramm Honey Protein. Ein bisschen Schoki und ein bisschen Vanille. Also mehr Schoki als Vanille. Rühren wir und wir haben sogar eine Mikrowelle. Und falls ihr euch fragt, warum ich seit über einem Jahr eigentlich nur noch Rice Pudding, ich glaube, ich habe außer vielleicht zweimal oder so nichts anderes außer Rice Pudding nach dem Training gegessen, geht einfach darum, dass es maximal schnell verdaulich ist, weil der Rice Pudding hydrothermisch aufgeschlossen ist und wir dadurch sofort die Glykogenspeicher wieder auffüllen, die wir im Training verbraucht haben und die Verdauung nicht so stark belasten. Und genau, meistens hat man dann schon schneller wieder Hunger. Deswegen esse ich meine nächste Mahlzeit dann meistens so 1,5-2 Stunden nach dem Post-Workout. Und die Mikrowelle ist für mich essentiell. Ihr könnt es natürlich auch jetzt schon so essen, aber ich liebe das, weil sie erstmal eine bessere Temperatur hat. Und weil es dann an der Seite so ein bisschen andickt. Ich mag es total gerne. Aber das könnt ihr natürlich entscheiden. Genau, ansonsten geht es jetzt gleich nach Hause. Ich habe heute auch noch kein Cardio gemacht. Ich muss noch irgendwie eine halbe Stunde draußen rumsteppen. Arbeiten auf jeden Fall. Einkaufen stehe ich auch noch. Ich habe kein Fleisch mehr da. Maiswaffeln brauche ich auch noch. Und dann mal gucken, vielleicht gehe ich heute Abend noch mal raus. Irgendwie Berlin erkunden. Hab ein bisschen Bock, mal sehen, wie das Wetter wird. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt auch relativ spontan entschieden, dass ich bis Sonntag bleibe, weil ich am Sonntag noch einen Weintag habe. Und den dann auch noch hier machen kann. Da muss ich nicht am Samstag am Rest nach Hause fahren. Also ich werde Sonntag früh noch einen Weintag machen, dann den Zug nach Hamburg nehmen. Und abends gehe ich mit meiner Family essen, weil eigentlich wollte meine Familie zum regionalen Wettkampf kommen, den ich ja dann nicht gemacht habe, weil ich schon die Pokal vorher bekommen habe. Und sie hatten sich aber schon alles gebucht. Die waren auch sogar dort vor Ort, weil sie ihr Hotel nicht mehr stornieren konnten. Bisschen fail, aber die haben sich dann dort ein schönes Wochenende gemacht. Aber ich möchte sie auf jeden Fall zum Essen einladen, weil gerade meine Großeltern, die freuen sich immer mega auf solche Events. Ich habe den extra dazu eingeladen und dann lade ich sie zum Essen ein. Und ich darf sogar ein Free Meal essen. Das heißt, ich
Du musst mein Essen nicht mitbringen, sondern mal schauen, wahrscheinlich esse ich einen Burger und darauf freue ich mich schon. Kamera ein bisschen. Genau, ich freue mich mega, dass das Beintraining so gut lief. Ihr merkt, ich bin nach dem Beintraining immer sehr, sehr happy und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Mal schauen, wie ich mich morgen fühle, wie mein Muskelkater wird. Aber ich denke, das wird von der Regeneration ganz gut passen. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten. Was ich vergessen habe, wichtiger Punkt. Shoppt sehr, sehr gerne bei ESN.com mit Code JulesBikini, um mich zu supporten. Und natürlich auch sehr, sehr gerne die Vibe-Produkte. Auf die gibt es keinen Rabatt, aber ihr supportet mich trotzdem, wenn ihr meinen Code JulesBikini nutzt.